Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute in über 7 Stunden Anhörung verteilt auf mehrere Sondersitzungen dieses Tages im Grunde genommen 2 sehr unterschiedliche Sichten kennengelernt auf die BAMF-Affäre. Und ich stelle Ihnen das mal dar. Es begann damit, dass also diese Sitzung nicht öffentlich sein sollte, sondern als Verschlusssache gestellt wurde. Gehen Sie mal davon aus, dass nichts ohne Grund geschieht. Das ist das eine, so viel zum Willen nach transparenter Aufklärung. Und dann, es begann also historisch mit der Ära des BAMF-Leiters Schmidt. Das ging bis 2015, eine Zeit geordneter Verhältnisse, des geordneten Controllings. Wir wissen, dass es im September 2015 dann einen Wechsel der Verhältnisse gab. Es kamen unglaubliche Bilder mit Menschenmassen, mit schwer zu bewältigenden Anforderungen. Herr Schmidt war eine sozusagen das BAMF alter Schule, eine Brandmauer der Seriosität. In einer von ihm sehr bewegend dargestellten politmedialen Hetzkampagne wurde er als Sündenbock seiner Zeit abgeschossen und der Weg freigemacht für Herrn Weise, der die Funktion hatte, als Schnellbaumeister, Architekt für Potjemkinsche Dörfer zu dienen, nämlich hohe erledigte Fallzahlen mitzuteilen, hinter denen sich aber nicht eine wirkliche Bearbeitung verbarg, sondern lediglich die Tatsache, dass Kreuzchen auf Zettel gemacht wurden, ohne dass persönliche Anhörungen stattfinden. Herr Weise sieht darin keinen Mangel an Qualität. Dass nicht vereidigte Dolmetscher verwendet wurden, Herr Weise sieht darin keinen Mangel an Qualität. Dass neue Entscheider herbeigerufen wurden, die er vielleicht noch aus seiner Bundesanstalt für Arbeit als Karteileichen bei Arbeitslosen hat, die nach 10 Tagen ohne Gesetzeskenntnisse geschult wurden und sagen, ich traue es mir zu, ich mache das jetzt. Herr Weise sieht darin keinen Mangel an Qualität. Mehrfach heute wurde klar, dass es überhaupt keine übereinstimmende Sicht gibt über das Verhältnis von Quantität und Qualität. Der Gesamtpersonalrat beklagt, dass mit dem Wechsel zu Herrn Weisel eine Politik unerfüllbarer Vorgaben begann und dass ein Klima der Angst erzeugt wurde. Wenn dem Teamleiter Entscheidungen übergeben wurden, die nicht passten, bekam man die zurück. Wenn man eine andere Meinung hatte, Sie kennen den Fall Josefa Schmidt, man wurde versetzt, das ist kein Einzelfall. Wenn man versuchte, Kontakt mit der Presse aufzunehmen, wurde versucht, das zu unterbinden, darum musste geklagt werden. Das sind so die Hintergründe, in denen gearbeitet wurde. Was vermittelt werden sollte seit der Ära Weise war, wir schaffen das, koste es, was es wolle. Die Zahl der erledigten Verfahren wurde wichtiger als die Rechtsstaatlichkeit. Was wir aber gesehen haben, der Preis, der dafür bezahlt wurde, so eine Anweisung wie Papiere sind nicht anzufordern, die unausgebildeten Entscheider, dass das ganze Systemstufe der Rücknahme- und Widerrufsverfahren glatt ausfiel, zeigt doch, dass die Rechtsstaatlichkeit nach hinten gedrängt wurde, die Fach- und Rechtsaufsicht wurde zurückgedrängt. Das kann man doch resümieren in der Einsicht, Bremen ist überall, nicht in einem betrügerischen Sinne, sondern in dem Sinne, dass systemisch etwas implementiert wurde, was zu einer Kultur des Durchwinkens führte. Es wurde ein Turbo-Asyl etabliert. Woher kommt das? Hat Herr Weise sich das ausgedacht? Nein. Woher wurde das eingespielt, diese neue Politik umzugehen mit den Asylfällen? Denken Sie an den Tweet Ende August vom BAMF, der sagte, das Dublin-Verfahren wird von uns nicht mehr verfolgt, wenn jemand sich als Syrer bezeichnet. Kurze Zeit später hörten wir von der Kanzlerin, das Dublin-Verfahren ist obsolet. Und der Gesamtpersonalrat sieht in der Tat diese Politik um Herrn Weise, gesteuert aus der Stabsstelle im Kanzleramt um Herrn Altmaier und um Frau Haarder, die hier auch gerade genannt wurde. Mit anderen Worten, wir haben heute 2 Dinge gelernt. Für Herrn Weise sind diese drastisch gesunkenen Maßstäbe der Qualität nicht existent. Er leugnet die einfach, trotz nicht vereidigter Dolmetscher, trotz Ankreuzverfahren, trotz ungeschulten Personals. Wir haben gelernt, Bremen ist überall und wir haben gelernt, das wurde eingespielt vom Kanzleramt und wir sind sehr gespannt darauf, darüber nächste Woche mehr zu hören von Herrn Altmaier, wie er als Sachwalterin der Kanzlerin ihre Politik, dass wir schaffen das bei einem Millionenheer von unidentifizierten Fremden im Land, eingespielt hat ins BAMF.